Es ist schon wieder soweit, es ist schon wieder Hörgenusszeit und das heißt, ich habe heute den Hörgenuss des Monats für euch. Und wenn euch interessiert, welche Liebesgeschichte ich heute für euch zu empfehlen habe, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und bevor ihr euch wundert, warum ich genauso aussehe wie letzten Monat in meinem Video, ja, es ist so, ich drehe gerade vor. Wir ziehen demnächst um. Buchmesse steht vor der Tür, sprich, wenn ihr das Video seht, ist die Buchmesse schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß auf der Messe, so wie ich auch. Und ja, dann muss ich dann auch noch mit meinem Sohn in eine Hautklinik. Das wird auch eine langwierige Geschichte. Und damit ihr noch ein bisschen Videospaß habt und nicht hier in die Röhre gucken müsst, drehe ich so ein bisschen Content vor. Ich bin ehrlich. Genau. Ja, darum soll es aber nicht gehen. Heute soll es um den Hörgenuss des Monats gehen und wie immer nerve ich euch auch vorher noch ein bisschen. Und zwar würde ich mich sehr über ein Abo freuen, das unterstützt mich. Und wenn euch das Video gefällt, dann auch über einen Daumen nach oben. Und ja, ich verlinke euch natürlich die Playlist mit den anderen Hörgenüssen, auch von den anderen Mädels, mit in der Videobeschreibung, auch das Buch und so weiter und so fort, damit ihr alle Informationen habt und dann auch mit reingucken könnt. Ja, das heutige Buch, das habe ich über BookBeat gehört. Ja, kann man da hören für 10,5 Stunden, glaube ich. Und zwar ist das von Colleen Hoover nur noch ein einziges Mal. It Ends With Us. Oh, dieses Buch, ich sag's euch, also jetzt das Hardcover hier, das ich in den Händen halte, das hat mich wirklich zur Weißglut getrieben. Denn bei Colleen Hoover und mir ist es so, die Bücher, die geben mir immer ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich möchte die für mich und der Freude möchte ich die einfach in meinem Regal stehen haben. Also ich habe ja immer Highlights oder Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe. Kann auch mal ein 3- oder 4-Sterne-Buch sein. Aber ich möchte das einfach im Regal stehen haben. Denn wie gesagt, ich lese gern Hoover, ich höre gern Hoover. Und ja, das Ding ist, erstmal kommt man total durcheinander. Was ist jetzt bei diesen Büchern der erste und der zweite Teil? Und zweitens wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt das Hardcover, weil ich finde, man muss jetzt, also ich persönlich finde das so, man muss jetzt bei einer Liebesgeschichte nicht unbedingt ja, ein Hardcover in den Händen halten, aber es ist vor kurzem der zweite Band davon erschienen und der ist halt als Hardcover erschienen. Meine beste Freundin hat das Buch gelesen, ich habe es gehört, also den ersten Band, und wir wollten eine Leserunde veranstalten. Das heißt, ich musste das Buch ja kaufen. Wenn ich das als E-Book kaufe, dann zahle ich eh den doppelten Preis. Ich wollte es nicht hören, ich wollte es mit ihr lesen. Und so, ja, hätte ich mir dann eh das Hardcover kaufen müssen oder ein halbes Jahr warten müssen. Und weil man ja ein Buchmonk ist, müssen ja beide Bücher in der gleichen Optik sein. Weil wie sieht denn das aus, wenn ich da hier das Paperback habe und da das Hardcover, wenn das aber doch eigentlich eine Trilogie ist? Letztendlich habe ich mir beide Bücher in Hardcover gekauft für 40 Euro, anstatt halt für weniger Geld, keine Ahnung, was gerade aktuell die Paperbacks kosten. Ich habe sehr gestruggelt. So, und jetzt habe ich viel geredet, ohne auch nur einmal auf den Inhalt einzugehen. Genau. Es geht um Lilly. Und Lilly zieht nach Boston. Ja, dort wird hoffentlich alles besser und alles schöner und sie macht dort ihren Traum wahr und eröffnet einen Blumenladen. Und dort lernt sie eben auch Ryle kennen und ja, Ryle und sie fühlen sich zueinander hingezogen und ja, sie kommen dann auch relativ schnell zusammen, obwohl sie sich eigentlich ja, Zeit lassen möchten. Und das ist eine richtig, richtig schöne Beziehung, wie sie im Bilderbuch steht. Also ja, die beiden, die passen zusammen. Sie verstehen sich richtig gut. Die haben richtig gute Insider zusammen. Also ich feiere jede Beziehung auch in den Büchern, wenn man so immer so Insider zusammen hat und sich so super gut versteht. Und ja, leider ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Beziehung nimmt eine Richtung an, die auf keinen Fall irgendwie gut ist.
So, und jetzt gibt es in Lillys Leben auch noch eine Vergangenheit, die sich nicht in Boston abgespielt hat, sondern in ihrem Heimatort. Und ja, dort hat sie einen Jungen kennengelernt, Atlas. Und ja, dem hat sie da so auch geholfen. Der hatte da viele Probleme und hat sich so durchs Leben geschlagen. Und dem hat sie geholfen. Und das war auch ihre erste, er war auch ihre erste Jugendliebe. Und Lilly selber kommt auch aus einem Elternhaus, das alles andere als toll ist. Also sie hat viel schlimme Dinge erlebt und mitgemacht. Und ja, das erfahren wir aber alles so nach und nach in dem Buch. Ich möchte euch auch da nicht zu viel vorne wegnehmen. Und gerade als die Beziehung zu Riley, obwohl die beiden noch nicht so lange, obwohl die beiden noch nicht so lange zusammen sind, ja, wendet sich die Beziehung gerade und rein zufällig, Jahre später, nach dem letzten Zusammentreffen, tritt jetzt Atlas wieder in das Leben von Lilly. Und ja, und man sollte meinen, ja, ja, es kommt da eine super nervige Dreiecksbeziehung. Kann ich aber euch gleich vorwarnen, so ist es halt überhaupt nicht. Im Gegenteil, Atlas möchte eigentlich nur, dass Lilly glücklich ist, ob sie jetzt, also der möchte sich da in überhaupt nichts hineindrängen. Und Atlas ist wirklich einer von den Guten. Und ja, wie das dann alles so zusammenhängt und wie sich die Wege kreuzen, das müsst ihr dann auch alles selber lesen. Es gibt auch noch ein paar andere Protagonisten, die ich richtig gerne mochte. Ich mochte zum Beispiel die Schwester von Riley. Oh. Christinchen und ihre Namen. Riley. Keine Ahnung. Das macht mich fertig. Es tut mir leid. Ja, er hat auf jeden Fall eine Schwester. Und die finde ich halt auch unfassbar sympathisch. Und ja, Lilly und sie verstehen sich gleich super gut. Und ja, es gibt auch noch einige andere Protagonisten, die ich auch richtig, richtig toll finde. Und auch einige Macken auch an Lilly, die ich richtig genial finde. Ich mochte die Protagonisten super gerne. Und ich habe die Geschichte so gefühlt. Ich habe sie so unglaublich gefühlt. Ich hatte teilweise Tränen in den Augen. Ich hatte Wut. Ich habe mir nur gedacht, was soll das Ganze hier überhaupt? Ich habe mir da Faust auf den Tisch gehauen. Ich habe dieses Hörbuch innerhalb von einem Tag durchgehört. Wirklich. Also ich habe dann mit den Kindern, die hören da meistens Hörbuch. Die hören meistens selber Toni-Hörbuch und wir haben was Kreatives gemacht. Ich habe gezeichnet, die haben gebastelt und auch beim Kochen, beim Haushalt. Ich habe wirklich nicht aufgehört zu hören, bis ich dieses Buch endlich durch hatte und war auch froh und dankbar, dass ich das an dem Tag angefangen habe, wo das möglich ist, weil wann hat man schon, ich höre immer auf doppelter Geschwindigkeit, wann hat man schon mal gut 5,5 Stunden Zeit, ein Hörbuch zu hören? Also das war echt krass. Ja, aber es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, das zu hören und ich habe das so gefühlt. Und hier kann ich auch mal empfehlen, auf jeden Fall das Nachwort von Colleen Hoover mitzuhören oder zu lesen. Denn dieses Buch ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Oh, Entschuldigung, das spiegelt immer. Ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte und das ging mir auch nochmal so mitten ins Herz, was Colleen Hoover da so am Ende geschrieben hat. Ich lese ja nicht immer Nachwörter, aber da war das halt mit vertont und ich bin auch froh, dass das der Fall war. Und ja, genau. Ich habe mir letztendlich, also diesem Buch habe ich 5 Sterne gegeben und ich habe mir dann letztendlich, ja, wie ich schon am Anfang berichtet habe, den zweiten Teil dann auch direkt geholt und mit meiner besten Freundin zusammen gelesen und das war eine super Leserunde, hat mir richtig viel Freude gemacht. Hat jetzt von mir, das kann ich euch schon mal vorne wegnehmen, auch wenn ich den Lesemonat noch nicht gedreht habe, keine 5 Sterne, sondern nur 4 bekommen, weil der zweite Teil halt auch einfach von vornherein nicht geplant war, sondern den hat die Hoover eigentlich eher geschrieben, weil danach verlangt wurde von den Lesern. Weiß ich jetzt nicht, ob es einen zweiten Teil gebraucht hätte. Ich wäre jetzt auch mit dem Ende so fein gewesen, wie es dort stand. Dann gab es den zweiten Teil, den habe ich dann natürlich auch gerne gelesen, weil ich sowieso ein Mensch bin, wenn mir ein Buch richtig gut gefällt, dann habe ich eben gerne nochmal was von den Protagonisten mit. Das ist wie eine Serie dann, also da kann man mich einfach mit Büchern füttern und da muss die Geschichte auch nicht mehr spannend sein. Dann freue ich mich einfach nur von den Menschen zu lesen, die ich einmal ins Herz geschlossen habe. Ja, so ist es. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und
werde mich jetzt verabschieden und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!